Hello, good afternoon, welcome to the X-Science Stage. Okay, willkommen zum Vortrag Open Hardware in Times of Crisis and the Future of Local Production to Halt Climate Change, also zu Deutsch, offene Hardware in Zeit der Klimakrise und die Zukunft von lokaler Produktion, um den Klimawandel aufzuhalten. Dieser Vortrag wird von Englisch nach Deutsch übersetzt von Jörn und Katzenzunge 42. Ich möchte nicht allzu verreden, deswegen willkommen und hier ist der Talk in der Lichtung. Okay. Es geht los. Yeah, thank you very much. Unfortunately, we just lost Mario, so talk about internet. Okay, wir haben gerade Lario verloren. Wir müssen noch warten, bis er wiederkommt. But I also got the notes here. Und er ist eigentlich dafür zuständig, die Sitzung zu laufen zu lassen. Und wir zählen kurz mal, worum es jetzt hier gehen wird, bis er kommt. Ich möchte die Geschichte von dem PS-Laboratorium teilen, wo wir halt in der Corona-Zeit Lösung gefunden haben. Ah, okay, und Mario ist da. Ja, Daniel hat gerade die Einführung vorweggenommen. Also, und immer wenn etwas nicht funktioniert oder repariert werden muss, dann arbeiten wir halt so zusammen. Ich möchte, dass jeder hier sich kurz vorstellt und wir nominieren dann auch immer die Personen, die als nächstes sich vorstellen sollen, weil das die Art und Weise ist, wie wir es normalerweise machen in unseren Meetings, in unseren Treffen. Hallo, ich bin Daniel, ich habe dem Pocket Science Lab mich beigetreten. Und ich konzentriere mich primär darauf, mit Studenten oder Schülern unsere Hardware benutzen können. Und ich produziere auch Musik mit denen und ich übergebe an Alexander. Also ich habe mit dem PS-Lab-Team schon eine ganze Weile gearbeitet. Und ich habe mich größtenteils mit den Python-Komponenten beschäftigt, weil meine Leute halt größtenteils mit Python-Skripten arbeiten. Und ich beschäftige mich dann halt auch mit der grafischen Benutzeroberfläche. Und ursprünglich habe ich mich im Sommer 2020 begonnen, mich für dieses Projekt zu interessieren. Und dann habe ich halt eins von diesen Laboratorien bekommen und ich habe damit dann rumgespielt. Hallo, mein Name ist Padmal und ich bin Teil des Projektes seit 2017 und ich habe im Wesentlichen an der Hardware gearbeitet und ein bisschen Firmware habe ich halt auch gemacht. Und ich übergebe an Kiwi. Hallo, ich bin Kiwi. Und ich wohne in Singapur. Und ich interessiere mich halt generell für Hardwareentwicklung und Produktion. Und ich mache halt auch Design und generelle Fehlersuche.
hand over to. Und hin und wieder auch das, oder ich beschäftige mich auch mit dem mit der Hülle. Hallo, ich bin Y. Ich bin der Mitgründer von Cofindo. Meine Rolle hier in diesem Projekt ist die Herstellung der Hardware. Und es gibt natürlich Produktionsschwierigkeiten, insbesondere zu Zeiten von Corona. Und mit denen beschäftige ich mich. Und ich übergebe jetzt an Alessandro. Hallo, ich bin Alessandro. Ich bin Biologe und ich bin dem Projekt vor fast einem Jahr beigetreten. Und ich bin Biologe und ich möchte gerne wissenschaftliche Instrumente im Pocket Size Lab integrieren, so dass es halt auch für wissenschaftliche Feldarbeit oder im wissenschaftlichen Bereich besser benutzt werden kann. Und ich übergebe an Daniel. Ja, ich bin ein weiterer Daniel. Ich bin jetzt seit 4 oder mehr Jahren dabei. Jemand hatte mir seinerzeit von diesem PS-Lab-Projekt erzählt und ich habe zum Teil ein bisschen an der Desktop-Anwendung, die auf Elektron basiert, mich daran beteiligt. Und ich übergebe an... okay, ich glaube, wir alle haben jetzt schon was gesagt, dann gebe ich an Mario zurück. Ja, vielen Dank. Okay, hallo, ich habe... könnt ihr mich überhaupt sehen? Also die Kamera funktioniert gerade nicht, aber... Wie auch immer, ich bin gerade da und ich, was wir gerne machen wollen mit diesem Projekt oder mit, ist, dass die Lebensbedingungen von Menschen in Asien und anderswo auch zu verbessern. Und ich bin auch Vizechef vom Open Source Komitee. Und im letzten Jahr habe ich mich darauf fokussiert, die Lokalisierung zu verbessern. Und ich freue mich auch sehr, hier zu sein heute. Und ich war quasi von Anfang an beim Projekt dabei. Okay, vielen Dank alle. Und ich habe schon bereits viel Lob bekommen während der Einführung. Und wie ihr halt sehen könnt, ist, dass ich die Person bin, die versucht, alle hier zusammenzubringen, insbesondere von der ganzen Welt zusammen. Und nicht jeder hat hier gesagt, wo er oder sie herkommt, weil es für uns so normal ist, dass wir so international sind. Wir haben Teilnehmer von Sri Lanka, von Singapur, von Deutschland, Italien, Schweden und auch Vietnam. Und das ist auch ein Ziel von unserer Sitzung hier. Wir wollen gerne euch mitteilen, wie wir mit offener Hardware, wie wir mit offener Hardware zusammenarbeiten und wie man das macht, ohne irgendwelche Nicht-Veröffentlichungsklauseln zu unterschreiben.
und wie wir als offene Hardware-Produzenten helfen können, den Klimawandel zu stoppen. Und ich denke, es ist dazu auch wichtig, unsere Hintergrundgeschichten zu erklären, wie wir überhaupt dahin gekommen sind. Und ich möchte die Präsentation hier damit beginnen, dass ich ein bisschen über die Geschichte spreche, wie das alles zustande kam. Und zunächst einmal möchte ich den Fokus auf Padmal legen, der einer der ältesten oder längsten Beitragende in diesem Projekt war. Also wie war das für dich? Weil Hardware ist ja echt etwas anderes als Software. Wie haben wir das geschafft, diese Zusammenarbeit herzustellen? Also, ich kann das kurz erzählen. In 2017, als ich noch an der Uni war und studiert habe, und ich habe verschiedene Organisationen mir angeschaut und die Organisation, die ich mir angeschaut habe, war halt mehr so softwarebasiert. Und da gab es dieses XSPICE-Projekt, das von der Gemeinschaft da betrieben wurde, aber es lief halt nur sehr langsam. Und wir wollten das Projekt dann weiterentwickeln, sodass Massenproduktion möglich ist. Und dabei bin ich dann auf das PS Lab Android Projekt gestoßen. Und das war dann im Kontext von Google Summer of Code. Und nachdem das Projekt dann vorbei war, haben wir halt auch drüber gesprochen, okay, wie können wir das weiterführen? Was können wir? Ja, weil das war ja ein Softwareprogramm. Ich habe mein Praktikum in Singapur gemacht. Und viele Leute, die hier in dieser Videokonferenz sind, waren auch in Singapur. Und wir haben dann die Sachen besprochen, wie der Fortschritt lief. Und nach vielen Peer-Reviews haben wir uns angeschaut, okay, was ist momentan auf dem Markt? Vielen Dank. Ich denke, wir haben nicht so viel Zeit, um alle Fähigkeiten zu zeigen. Schaut euch auf jeden Fall die Website an, pslab.io. Ihr könnt die Hardware auch selber produzieren, wenn ihr wollt, oder ihr könnt es auch online bestellen. Ihr könnt viele Experimente damit machen, einfache Roboter kontrollieren und jeder Sensor mit I2C Standard, den unterstützt, der kann damit benutzt werden. Und dieses Mal wollen wir mehr über die Geschichte, wie wir diese offene Hardware produzieren. Und die Strategie ist, dass wir halt an dem Code arbeiten, dass wir dann halt Programme wie KiCad benutzen. Aber wie werden die Prototypen dann tatsächlich produziert? Also für allgemeine Prototypen oder Allzweckprototypen. Also zunächst einmal kommt das Zusammensetzen des Prototypen. Und es ist halt mehr effizient, wenn wir es halt selber machen. Ich kann mich daran erinnern, dass 3 bis 4 Prototypen gemacht haben. Und das wurde gemacht mit indem wir gelötet haben.
Well, quite a lot of work, but we are also very lucky that we had partners. Ja, und das war halt auch viel Arbeit. Aber wir hatten auch das Glück, dass wir Partner hatten, weil die Komponenten so klein waren und wir hatten halt nicht, also nicht jeder konnte sowas Kleines löten. Und ich habe halt nur die Leute mit meinen Gedanken unterstützt, weil ich selber das nicht löten konnte. Und die Frage war dann halt auch, wie können wir diese Sachen dann produzieren? Und das war alles nur möglich mit WeTat. WeTat, willst du eventuell ein bisschen mehr darüber erzählen? Right. We had a lot of challenges, things like language, things like Okay, die Herstellung war sicher nicht leicht und wir hatten viele Herausforderungen. Die Sprache oder die Qualitätskontrolle. All diese Dinge waren vollkommen neu für uns. Und es war vor allem das erste Mal, dass wir so etwas hergestellt haben. Wir haben also erstmal überlegt, wie können wir mit den Leuten in China in Kontakt treten, die so etwas herstellen. Wir haben verschiedene Webseiten angeschaut, davon war Alibaba eine. Und wir haben zuerst darüber nachgedacht, die Teile selber zu besorgen und Hersteller selbst zu finden. Zum Glück haben wir aber einen sehr netten Hersteller gefunden, der die auch die ganzen Platinen herstellt. Und während des chinesischen Neujahrs waren alle in China einen Monat lang im Urlaub. Dadurch standen wir ziemlich unter Druck, damit die Herstellung möglichst schnell zu Gang ging. Und da mussten wir natürlich dann selber uns die Fabriken anschauen vor Ort, die Qualitätskontrolle direkt durchführen. Eines der Probleme bestand darin, dass wir einige Hersteller getroffen haben, die gebrauchte Komponenten verkauft haben, was die Gesamtqualität natürlich beeinträchtigt hätte. Wir hatten hohe Ausfallszahlen bei den Schaltplatinen und viel Ausschuss. Und wie ist es jetzt anders in Zeiten von Corona? Zum Glück ist unser Hersteller nicht pleite gegangen, sondern sie arbeiten noch. Da haben wir Glück gehabt. Es ist auf jeden Fall teurer geworden, was jetzt die Supply Chain angeht, verschiedene Teile, die im Hafen festhängen oder Fabriken, die weitgehend geschlossen werden, was die Turnaround Time angeht, also die Herstellungszeit. Also das, was sonst 3 Monate gebraucht hat, dauert jetzt vielleicht bis Ende nächsten Jahres oder sogar 3 Jahre später, bis die Komponenten wieder verfügbar sind. Und das führt natürlich dazu, dass manche der Hersteller die Komponenten auf Halde legen. Und die Preise steigen immer weiter an. Einer der Chips, den wir verwenden, MCB-Chips, der früher 1 Dollar gekostet hat, kostet jetzt 6 Dollar, was natürlich eine enorme Preissteigerung ist. Und es besteht immer noch das Problem, dass man halt einen Hersteller findet, mit dem man gut zusammenarbeiten kann.
about local production. I think Kiwi will talk soon about it a little bit more in detail. We are not there yet. I mean, und was das Thema lokale Produktion angeht, das wir gleich im Detail anschauen, wir sind noch nicht ganz da. Also unsere Produktmengen sind relativ klein. Und das heißt, die Produktion wird immer noch in China durchgeführt. Was sind da so die Herausforderungen, wenn man sich mit den Leuten in China unterhält? Also wir haben zuerst versucht, mit ihnen auf Englisch zu reden, dann haben wir auf Chinesisch umgestellt. Was gibt es dazu zu sagen? Ja, genau, auf der Alibaba-Plattform, dann dürfen wir nur auf Englisch auf dieser Plattform uns unterhalten, weil Alibaba ist eben für internationale Käufer. Sie wollen nicht, dass die in China ansässigen Käufer auf Alibaba einkaufen gehen, die Preise vergleichen. Also war alles auf Englisch. Und es ging dann offline und alles lief über Gmail und Chat und auch auf Englisch, also außerhalb von Alibaba. Und wir hatten den Eindruck, dass zu einem gewissen Grad Informationen verloren gingen bei der Kommunikation. Und dann haben wir angefangen, auf Mandarin zu kommunizieren. Und zum Glück war eine bilaterale Kombination möglich. Ich habe zum Beispiel auf Mandarin mit ihnen kommuniziert, um die wichtigsten Gedanken rüberzubringen. Und als wir auf Mandarin uns unterhalten haben, dann wurde der Service auch besser. Und wir konnten uns auch mit anderen Herstellern in China unterhalten, um die Qualität zu verbessern, Preis zu vergleichen. Die Anbieter waren sich dessen bewusst und die Anbieter konnten uns auch mehr zeigen, mehr. As you said, things have changed a bit. I mean, our advantage is that we have the established connection. Aber wie du gesagt hast, die Dinge haben sich sehr geändert. Unser Vorteil ist, dass wir bereits die vorhandenen Verbindungen haben und wir die Abläufe besser verstehen. Der Ablauf an sich ist relativ klar. Wenn man es allerdings zum ersten Mal macht, so ein Teil herzustellen, dann waren wir natürlich nicht ganz sicher, vielleicht die Befürchtung, dass wir was vorgehauen werden. Und das war natürlich eine große Herausforderung für uns. Und als Community kann man nicht einfach so dieses PS-Lab herstellen. Und in der aktuellen Zeit, jetzt wo die Corona-Krise voll zuschlägt, wie funktioniert das? Padmal, du warst im Zentrum der Herstellung eines Hardware-Prototypen. Wir unterstützen immer mehr Roboterfunktionen. Wir haben eine SD-Karte hinzugefügt, eine kleine Batterie, Wi-Fi und Bluetooth, weitere Pins für weitere Experimente. Es ist fast ein neues Produkt. Also viele neue Komponenten wurden hinzugefügt und deswegen mussten wir neue Prototypen herstellen. Also Padmal, wie hat das funktioniert? Wie hast du es geschafft, die Prototypen herzustellen? Okay, so Padma dropped out of the thing, connection to Sri Lanka. Padma, you are back. Can you hear? So how did it work? Okay, Padma hat Verbindungsprobleme in Sri Lanka. But maybe shaky connection. Da ist Padma wieder. Kannst du es hören? Also wie hast du es geschafft, die neuen Prototypen in Zeiten von Corona herzustellen? So, maybe Daniel, because you also were part of that discussion, Daniel Maslowski, a little bit. How did that work out with the prototypes? Do you remember how we? Oder vielleicht Daniel, du warst ja auch Teil der Diskussion. Okay. So wie hat das mit den Prototypen funktioniert? Weißt du, wie wir das geschafft haben?
I remember when we were doing prototypes. Oh, das hier, hat mal, okay. Make a couple devices, say three or four, and then we ich kann mich erinnern, als wir Prototypen gemacht haben, and then we test these. And, haben wir drei, vier Geräte hergestellt, die wir uns selber verteilt haben, und wir haben diese getestet. In this new board. And so we get a new prototype. So we went a couple of times and und wir haben Ideen gehabt für Features, die wir in den neuen Prototypen dann eingebaut haben. Und auf die Art und Weise sind wir in die SD-Karte gekommen und die Echtzeituhr, neue Schaltkreise. Und dann kam eben die Corona-Krise und eben dieser Mangel an Chips, die Lieferengpässe. Die meisten Chips-Teile hatten große lange Vorlaufzeiten, mehrere Monate. Das heißt, wir konnten nicht warten, bis diese Teile wieder verfügbar waren. Wir haben also aus manche Komponenten aus alten Geräten verwendet, einfach nur, damit wir diesen Proof of Concept der Prototypen herstellen könnten. Und dann konnten wir direkt in die Massenproduktion gehen, so haben wir das Problem gelöst. What if supply chains are like more and more disrupted? There we had the great. Die Frage war, wie können wir das in der Zukunft machen? Also was ist, wenn die Lieferketten stärker unterbrochen sind? Wir hatten hier eine gute Verbindung zu Daniel Wasserleck, der uns unterstützt hat. Ein Projekt, das von Horizon 2020 unterstützt wurde. Wie was denkst du, wie das die Idee der lokalen Produktion von uns angewandt werden kann? Kannst du ein bisschen näher erklären, wie lokale, dezentrale Produktion funktioniert und wie die Zusammenarbeit mit der Universität für angewandte Wissenschaften hier in Berlin funktioniert? Also, wir haben parametrische Dateien mit Listen von Alternativen für jede Komponente. So habe ich ungefähr darüber nachgedacht. Aber wir haben zum Glück die Verbindung zu der WHT in Berlin und eine Hochschule, die viel Erfahrung mit der Herstellung von gedruckten Schaltkreisen hat. Und wir waren bereits dabei, das einzurichten. Und die Maschinen liefen eine Reihe in die Produktion. Und es gab halt Chipmangel und deswegen hat sich alles verzögert. Und das hat ja nicht nur die Chips betroffen, sondern auch Möbel. Und es hat einfach weitläufig viele Sachen betroffen. Aber was wir halt machen, ist halt, dass wir unsere Pläne öffentlich teilen, so dass jeder dann halt selber Sachen machen kann. Und man kann natürlich auch seine Sachen für die eigenen Bedürfnisse, für die eigenen Maße anpassen. Das ist ein Vorteil von Open Hardware. Und jetzt wieder zur Elektronik. Wir haben uns halt sehr dran gewohnt, die Dateien, also die Schemata einfach nach China zurückzuschicken und dann kam es perfekt, das Gerät perfekt zurück. Aber unter der Corona-Krise funktionierte das halt nicht mehr.
to not lose the skills and the und possibilities, even though it might be more wir dachten uns halt, es ist halt wichtig, dass man nicht die Fähigkeiten und die Kenntnisse zu verlieren in so einer Situation. Und da wollten wir halt, daher war es uns wichtig, dass wir nicht einfach nur die Fähigkeit verlieren, global zu produzieren, sondern dass wir halt alternative Wege beschreiten, dass man halt auch ja, kleinere Mengen produzieren kann, lokal dann. Und wir haben viel über die Produktionsschwierigkeiten gesprochen, aber die Frage ist auch, wie können wir auf verschiedene Arten und Weisen Sachen produzieren und wie kann das dann dabei helfen, den Klimawandel zu stoppen. Und wir haben auch Kiwi hier, der viel mit Lasercutter-Projekten macht. Und er hat diese Hüllen produziert mit einem Lasercutter. Und wir haben die Hüllenschemata veröffentlicht online. Und Kiwi, kannst du uns jetzt erzählen, welche Vorteile hat lokale Produktion? Die lokale Produktion ich werde die jetzt nicht lokale Produktion nennen, sondern Kiwi-Produktion. Also als wir uns damals mit Mario und Fosesa getroffen haben, war es uns wichtig, dass wir Widerständigkeit für unsere Gemeinschaft schaffen können oder ja, Stabilität. Und wir wollten dafür halt auch einfach die Materialien benutzen, die bei uns im Büro verfügbar waren. Und dann haben wir halt auch einige Sachen recycelt, um dann unsere funktionalen Prototypen zu produzieren. Und in der Corona-Krise war das ja besonders schwierig. Und ich will kurz ein paar Slides zeigen. Okay. Ja, was man hier sehen kann, ist lokale Produktion und eine Produktion über die Gemeinschaft kann funktionieren. Und manchmal können auch Geräte wie medizinische Gerätschaften halt nicht mehr offiziell bestellt werden, sondern man muss sie halt selber herstellen. Und das muss man dann halt selber produzieren. Und das habe ich dann auch getan. Okay, so when the what happened here that when the COVID-19 was hier passiert ist, ist als COVID 2019 uns getroffen hat, da konnten wir halt nicht einfach Masken bestellen. Und wir haben dann schnell die Gemeinschaft zusammengerufen, um die Face-Shield-Produktion ja, selber zu etablieren. Und wir waren 100 Freiwillige. Und jeder dieser Freiwilligen konnte dann selber 100 Stück, also 100 Masken produzieren. Und der Einfluss war dann, also das Ergebnis waren dann 10.000 Schutzschilde, die wir produziert haben. Und wir haben die dann in Gebiete mit hohem Risiko verteilt, also Krankenhäuser, aber auch Essenshandel. Okay, so
Und das war halt ein relativ kleines Projekt, aber es hatte halt einen sehr hohen Einfluss und es war halt ein Gemeinschaftsprojekt. Und es geht nicht nur darum, dass wir jetzt irgendwie von China bedroht sind, sondern dass wir halt selbstständig sind. Und die Frage ist dann natürlich auch, wann ist der nächste Lockdown und wie können wir uns darauf vorbereiten? Und dabei sind natürlich auch die Energieeffizienz und die Materialeffizienz wichtig. Wenn man seine eigenen Materialien verwendet, hat man, ist man nicht abhängig von externen Quellen und man produziert auch weniger Müll. Weil der normale Weg ist ja eigentlich, man bestellt alles von China und lässt es dann hierher transportieren. Und das verbraucht eine Menge Energie. Und ja, bei sowas produziert dann auch eine Menge Abfall und der CO2-Fußabdruck ist dann auch nicht so gut. Und dann fokussiert man sich, wenn jetzt alle elektronischen Geräte in der Zukunft ein Standardschema haben, dann kann man sie auch leichter für verschiedene Zwecke einsetzen und auch teilen. Und die Frage ist dann halt, können wir dann diese offene Architektur auch der Industrie anbieten, sodass sie überzeugt werden, dass sie diese offenen Schemata, dass sie die selber auch einsetzen. Und ich übergebe wieder an Mario. Also ich bin sehr beeindruckt. Du erzählst ja ein sehr großes Bild und wir brauchen auch solche großen Visionen, um halt auch zu ändern und zu verbessern, wie die Industrie arbeitet. Und ich möchte im Hinblick auf Nachhaltigkeit Daniel nochmal fragen, welche Vorteile siehst du im Bereich offene Hardware im praktischen Kontext? Welche Möglichkeiten siehst du da? Ich freue mich sehr darüber, dass dieses Computermagazin etwas zu Open-Source-Hardware veröffentlicht hat. Ich denke, dieser Mach-es-selber-Ansatz ist eine gute und auch große Sache. Aber ich denke auch, es ist wichtig, dass man seine eigenen Geräte öffnen kann. Und mittlerweile haben wir auch eine große Bewegung in Deutschland, dass dieser Ansatz stärker verfolgt wird. Also mach es selber, do it yourself, so dass man auch Geräte selber reparieren kann und auch Sachen mit anderen Leuten tauschen kann. Und ich denke, es wäre cool, wenn wir halt größtenteils offene Hardware hätten, weil es alles viel einfacher machen würde. Und insbesondere, wenn jetzt jemand ein kaputtes Gerät hat und das nicht mehr benutzen will, kann man es halt weitergeben und andere Leute reparieren es dann und bringen es wieder, also reparieren es wieder. Und ich denke halt, jetzt ist da deutlich mehr im Gange in Deutschland, also als vor 10 Jahren. Und ich denke, es ist sinnvoll, offene Hardware auch auf politischer Ebene mehr voranzutreiben.
Und so, dass es dann halt auch überall anzutreffen ist, in der Küche und im Wohnzimmer. Und wenn ich halt die Wahl habe, dann würde ich halt lieber die offenen Geräte nehmen. Du hast auch über Erweiterbarkeit gesprochen. Und wir haben jetzt Alessandro ebenfalls im Videochat. Und wir können mit unserer Hardware praktisch jeden Sensor unterstützen, der I3C, die I3C-Schnittstelle unterstützt. Und Alessandro möchte es gerne. Also du arbeitest an einer Erweiterung namens offene Spektrometer. Und ich finde, das ist auch ein cooles Beispiel, wie wir halt zusammenarbeiten und wie das Ganze auch erweiterbar ist. Erzähl uns mehr dazu. So, for the first, about the first question. What I envision is this open source hardware. Was ich sehe, ist Open Source Hardware, das halt auch im wissenschaftlichen Feld benutzt werden kann. Und Reproduzierbarkeit ist uns auch sehr wichtig in der Wissenschaft. Und wie Kiwi auch sagte, es wäre gut, wenn wir halt eine richtige Gemeinschaft haben, weil die Reparatierteile nicht unbedingt immer einfach zu finden sind oder die Erweiterungen nicht einfach zu finden sind. Und wir könnten dann mit der offenen Hardware auch mehr Leute dazu bringen, Wissenschaft zu betreiben. Und in Bezug auf das Spektrometer oder Spektrophotometer. Und mit diesem Gerät kann man ermitteln, wie viel von einer chemischen Komponente in einer Probe drin sind. Und man kann damit verschiedene Messungen machen. Und wir haben einen sehr, sehr guten Sensor, der sehr, sehr stark ist. Und es ist nicht so einfach, das mit dem Pocket Science Lab zu verbinden. Aber wir sind optimistisch, weil es sehr viel gutes Potenzial gibt oder weil es sehr viele Vorteile mit sich bringen würde. Und ich freue mich, also ich hoffe, dass das alles gut funktionieren wird. Weil dadurch Leute noch kompliziertere Experimente selber durchführen können. Ja, ich denke, das ist eine kurze Zusammenfassung. Und ja, ich finde es auch immer sehr interessant, wenn ich zu dir komme und du mir dann erklärst, was man alles mit diesem Gerät machen kann. Zum Beispiel kann man zu einem Supermarkt gehen und dann das Essen dort messen. Kannst du noch ein paar Beispiele geben? Also, was wir halt für Einsatzzwecke uns denken, ist, dass wir die Farben messen von Dingen und dadurch dann Rückschlüsse ziehen. Und wenn man diese Farben in einen Regenbogen aufteilt, dann kann man erkennen, wie die Farben aufgesplittet werden. Und diese Farbaufsplittung spiegelt wieder, welche Chemikalien in Nahrung drin sind.
Und dadurch kann man auch ermitteln, wie nährhaft ein Essen ist. Also konkretes Obst oder Gemüse und natürlich auch den Reifungsstatus, je nachdem, wie die chemische Zusammensetzung ist. Und man kann natürlich auch Wasser untersuchen, also welche Kontaminierung es darin gibt. Also, ja, wenn jetzt ein Fluss verseucht ist, okay, was ist das genau, was das verseucht ist? Ist das jetzt Metall oder... Das sind halt Einsatzzwecke, die man damit machen kann. Und ja, man kann damit Tests machen, um unter anderem auch den Covid, um nach Covid zu testen. Ja, also es ist halt eine andere Maschine, also eine andere Art von Maschine, die wir jetzt hier haben. Und es gibt halt viele Einsatzzwecke, die man mit diesem Spektrometer machen kann. Und ich hoffe, wir sehen nächstes Jahr Also ich kann mir vorstellen, die ganzen Kinder, die bei JugendForsch mitmachen, die in den Supermarkt gehen und dann die Produkte sich anschauen, stimmt es wirklich, was da drin steht, ist da wirklich drin, was draufsteht, sind die verschiedenen Ingredienzien aus den unterschiedlichen Kanten, das kann man alles mit dem offenen Spektrometer machen. Das ist natürlich ziemlich cool, weil wir wollen natürlich auch, dass die Preise geringer werden von solchen Spektrometern, dass man eben Spektrometer für weniger als 100 Euro bekommen kann. Das wäre natürlich toll. Vielen Dank für all die Details, Alessandro. Du solltest auf jeden Fall einen eigenen Vortrag drüber halten, weil es eben so ein großes Thema ist. Wir haben leider nicht viele Stunden, sondern noch ein paar Minuten. Deswegen möchte ich auch darüber reden, wie wir es geschafft haben, diese Corona-Krise zu überstehen, indem wir uns auf verschiedene Themen konzentriert haben und dafür gesorgt haben, dass PS Lab besser erweiterbar ist, indem wir uns auf Softwarekomponenten konzentriert haben. Alexander hier hat vor ein paar Jahren das Projekt gefunden, ist ihm beigetreten und könntest du uns etwas mehr erzählen, welche Fortschritte wir gemacht haben, zum Beispiel im Bereich von SocketPython und zum Beispiel dabei, wie wir unsere Libraries bei SeaGrog einsetzen können und wie wir diese interessanten Zeiten dann eben durch die Softwareentwicklung dann überstanden haben. Ja, klar. Wir haben schon etwas über die Erweiterbarkeit von PS Lab geredet. Und jede Komponente, die über dieses Protokoll eben kommuniziert, kann mit PS Lab eine Verbindung herstellen. Alle solchen Geräte braucht normalerweise einen eigenen Treiber. Es gibt allerdings lokale Treiber mit entsprechenden Lizenzen für viele, viele Komponenten. Und viele dieser Treiber sind mit SocketPython implementiert. Und wir wollten sehen, ob es möglich ist, diese Treiber wieder zu verwenden, statt unsere eigenen zu schreiben. Das war ein Projekt diesen Sommer. Das war ziemlich erfolgreich und das PS Lab kann jetzt jeden Sensor verwenden, das ein Treiber hat, der in SocketPython geschrieben ist. Es sind nur wenige Codezeilen nötig, um so einen Treiber dann anzupassen. Man muss also nicht einen neuen Treiber schreiben. Das andere Projekt, das Mario erwähnt hat, ist SeaGrog. SeaGrog ist eine vorhandene Library, über die man eine
ganze Reihe von Sensoren einbinden kann. Wir wollten also sehen, ob es möglich ist, SIGROC zu verwenden und mit PSLab zu integrieren. Und wir wollten das auch vor allem aus zwei Gründen machen. Zum einen, weil SIGROC Unterstützung hat für Android und ebenso wie PSLab. Allerdings sind die Android-Unterstützung in völlig unterschiedlichen Piper-Stacks implementiert. Das heißt, wenn man einen Treiber verändert, müssen die Veränderungen zweimal vorgenommen werden. Das heißt, wenn wir die SIGROC-Library verwenden können für den Treiber, dann müssten diese Änderungen nur an einer Stelle vorgenommen werden. Und es gibt noch eine Reihe anderer Features, die wir gerne hätten. Und die bekommen wir dann eben durch die Integration von SIGROC. Das ist noch nicht fertig, aber derzeit noch in Arbeit. Ja, I think that's about it for that. Thank you very much. And these are the technical also so viel dazu. Vielen Dank. Also das sind die technischen Aspekte und es ist toll, diese Fortschritte zu sehen. Ich würde auch deine Meinung interessieren zum PSLab und das Thema Klimawandel. Wir haben von offener Hardware gehört. Ist das nachhaltiger, was die Lieferketten angeht, die Herstellung? Was sind denn die genauen Anwendungsfälle unseres offenen Hardware-Projekts? Wie kann PSLab verwendet werden als Lösung, um Technologien zu entwickeln oder den Klimawandel aufzuhalten? Hast du bestimmte Ideen zu Experimenten oder Vorgängen, wie es verwendet werden könnte? Ja, also eins, was man machen kann mit PSLab, ist, man kann die Konzentration von CO2, Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre messen. Und auf die Art und Weise die Welt um einen herum natürlich besser verstehen, was essentiell ist, um den Klimawandel aufzuhalten oder abzumildern. No problem, I muted them, I hope it's okay. All right, thank you. No, still hearing them. Okay, so I don't know, maybe I don't have the rights. Yeah, we understand something. Yeah. I think it's okay. Are there some questions from the audience that we can switch to? I haven't seen any questions posted. Okay. Gibt es Fragen aus der Publikum? Okay, es gibt eine Frage. Right now I see 404 not found. So maybe the pad is getting restarted. I don't know. Felix has one. Yes. Okay. Okay, ich habe das Pad gefunden und die erste Frage ist, und wo können Leute mehr über dieses cooles Projekt erfahren? Also sie fragen nach einem Link. Also das Link ist slab.io. Ihr könnt es einfach euch anschauen. Und genau, das ist es. Und ja, wir kommen langsam zum Ende. Ich fühle mich etwas schlecht, weil Hong Puk konnte nicht über unsere Community-Zusammenarbeit so viel sprechen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Alex, wie wäre es, wenn du ein bisschen über die Experimente sprichst? Das PSLab ermöglicht wissenschaftliche Arbeit oder wissenschaftliche Forschung für alle, nicht nur für Wissenschaftler, sondern wirklich für alle. Und mit unserer Hardware ist das möglich. Und
Mir fallen jetzt gerade keine bestimmten Projekte ein. Also vor allen Dingen, weil auch der Klimawandel ein riesiger Problemkomplex ist und es ist ein massives Problem. Und ich denke, ein wesentlicher Schritt für das PS Lab und Open Hardware Projekte wie dieses Anmerker des Übersetzers, den Rest habe ich nicht verstanden. Ja, genau, man muss die Welt um sich herum halt verstehen, um auch die Probleme, die einen umgeben, zu lösen. Danke, Alex. Und wir haben noch ein bisschen Zeit über. Und also Daniel Maslowski arbeitet an der Desktop-Anwendung und ich möchte euch beide nochmal einladen, dass ihr das kurz noch ein bisschen was erzählt und ihr habt natürlich auch gerade die Webseite gesehen, wo es mehr Details gibt. Also Daniel, willst du in den letzten Minuten noch mal kurz etwas über die Gemeinschaft und die Entwicklung, wie man sich beteiligen kann, vorzustellen? Also danke, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich Teil des Projektes bin und dass ich hier auch was erzählen kann. Und ihr seid nicht einfach nur meine Freunde, aber ihr gebt mir halt auch viel Energie und Inspiration. Und das gemeinschaftliche Zusammenarbeiten ist halt ein großes Thema. Und das, was wir hier machen, ist das Teilen von Technologien eben dazu beitragen kann, dass man halt eine Gemeinschaft bildet, dass man halt zusammenarbeitet und dass man auch Ressourcen teilt. Und ich möchte dazu appellieren, dass wir mehr Leute brauchen, die sich für offene Hardware, also das Recht auf Reparieren, einsetzen. Und ich kenne euch jetzt bereits einige Jahre und ich werde halt immer wieder positiv überrascht davon, was wir in diesem Team schaffen können und dass es halt so viele Leute sind, die sich dafür einsetzen, diese ganzen Herausforderungen zu überwinden. Und wir glauben daran, dass indem man halt zusammenkommt, dass man gute Dinge schaffen kann und auch Leute inspirieren kann. Daniel? Also mir ist kurz auch eingefallen, weil wir darüber gesprochen haben, dass man Dinge versteht. Es hilft wirklich, wenn mehr und mehr Leute verstehen, was passiert in der Welt, was geschieht in der Welt. Also auch Dinge wie Klimawandel und andere Dinge, also ja im Prinzip jede Art von Sache. Und weil das Pocket Science Lab eben auch offene Hardware ist, kann man auf die Schemata schauen und man vollständig verstehen kann, wie die elektronische Verschaltung funktioniert. Und man kann dieses Wissen natürlich auch transferieren auf andere elektrische Geräte, weil das Ganze ja nicht spezifisch für unsere Geräte oder unser Projekt ist, sondern weil man generelle Dinge lernen kann. Und wenn man ein anderes Gerät hat, das kaputt geht, kann man eventuell mit seinem Wissen, das man mit unserem Lab-Device erlangt hat, nutzen kann, um andere Geräte zu reparieren.
Aber das, aber es ist trotzdem, also entscheidend ist trotzdem, dass man hier ein offenes Schema hat und wo man sehen kann, dass wie die verschiedenen Komponenten zusammenspielen. Und man kann dadurch ein gutes Verständnis für die Elektronik steigern. Man kann dann natürlich auch die Sensoren an einen Laptop anschließen, beispielsweise. Vielen Dank, Daniel. Das waren gute abschließende Worte. Und natürlich auch, wie man die Gemeinschaft zusammenbringt, ist auch wichtig. Und wir haben einen Co-Team-Wettbewerb auf co-team.org, wo man Preise gewinnen kann, wie ich bereits früher gesagt habe. Man kann uns unter pslab.io finden mit allen Links und die Lions for Laserkarte sind auch auf Kiwis Webseite zu finden. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht und ich fand es schön, diese ganzen Informationen zusammenzutragen. Okay, dies war der Übersetzungsstream für offene Hardware in Krisenzeiten und die Zukunft lokaler Produktion von Mario Behling und anderen und wurde übersetzt von Jörn und Katzenzunge. Some people are like recovering, some people are in a challenging time zone, but thank you very much for your work and for your contributions, everyone, and have a good day. Thanks a lot for the audience. Please connect with us and have a good time here at the RC3. Goodbye, everyone. Yeah, thank you very much. Thanks, take care. Have a nice day.